Herzlich willkommen zur Auftaktveranstaltung des Bürgerdialogs hier im Gasometer in Berlin. Mein Name ist Jana Pareigis, ich werde die Veranstaltung moderieren. Und ich freue mich sehr, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel begrüßen zu dürfen, sowie Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und die weiteren Podiumsteilnehmer, die ich Ihnen etwas später noch mal genauer persönlich vorstellen werde. Im Publikum sitzen zudem ganz viele Gastgeber der Dialogveranstaltung, also Stiftungen, Verbände, Organisationen, die vor Ort bei Ihnen Bürgerdialoge ausrichten werden und die Leute einladen werden zum Bürgerdialog. Auch an Sie ein herzliches Willkommen, genauso wie an den Wissenschaftlichen Beirat für ein gut Leben in Deutschland sowie an die zahlreichen Pressevertreter. Gut Leben, klar, das will jeder in Deutschland, aber was heißt das eigentlich genau? Für die einen bedeutet das gute Arbeit, für die anderen eine saubere Umwelt. Die nächsten wollen viel Zeit verbringen mit Familie und Freunden. Was wirklich zählt im Leben, das beurteilt jeder ein bisschen anders und das ändert sich auch oft noch mal im Laufe des Lebens. Die Prioritäten verschieben sich. Lebensqualität hat also viele Facetten. Und genau deswegen möchte die Bundesregierung mit den Bürgern direkt ins Gespräch kommen und wissen, was zählt für Sie persönlich im Leben? Was ist Ihnen persönlich im Leben wichtig? Und was macht Lebensqualität in Deutschland aus? Und deswegen gibt es diesen Bürgerdialog. Und wie unterschiedlich diese Antworten sind auf das Thema Lebensqualität, das zeigt jetzt auch der Film, den wir Ihnen jetzt als erstes kurz zeigen werden. Menschen sind mir wichtig. Also das heißt mein soziales Umfeld. Freunde, Familie, die Möglichkeit, dass die Familie auch um die Ecke ist. Für mich am wichtigsten im Leben ist zum einen die Gesundheit und zum anderen Liebe. Wir im medizinischen Sektor erleben tagtäglich, wie zerbrechlich doch das Leben sein kann. Klar habe ich auch wirtschaftlich schwierige Zeiten gehabt, aber ich habe für mich immer das Gefühl gehabt, dass Deutschland eine Menge Möglichkeiten bietet, sich immer wieder zu berappeln und Dinge positiv zu gestalten. Im Optimalfall finde ich einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz, mit dem ich sehr zufrieden bin. Also halt einfach irgendwas finden, was dann so Spaß macht, dass es halt nicht Arbeit ist und dass man gerne hingeht. Wenn ein alter Mensch sich umsorgt fühlt, das ist etwas Köstliches. Ja, das ist ein Schatz. Also ohne Arbeit, nee, könnte ich nicht. Bloß nicht. Ich muss was zu tun haben. Ich möchte noch was der Gesellschaft geben. Ich habe die Kinder hier, die Enkelkinder auch, aber ist irgendwie nicht genug. Wichtig ist an allererster Stelle für mich, dass ich einen tollen Job habe in einem Unternehmen, was zum Teil mir gehört. Mein Beruf ist Architekt und da gibt es so oft Zusammenhänge, die für uns unüberschaubar und ganz kompliziert sind. Und das unkomplizierter zu machen, wäre etwas, was mir sehr gefallen würde. Sicherheit ist ein Thema, das auf jeden Fall viel, viel wichtiger geworden ist, weil ich einfach mehr Verantwortung habe durch die Gründung einer Familie. Da kann man nicht nur sich selber verwirklichen. Also für mich bedeutet ein gutes Leben in Deutschland, dass ich die Möglichkeit habe, meinen Masterabschluss zu machen. Und das ist mir auch wichtig, dass die Menschen sich dafür einsetzen, dass es besser wird, dass unsere Gesellschaft gut läuft. Ohne Arbeit kann ich nicht, sagt also der Bäckermeister. Die ältere Dame möchte umsorgt sein. Dem Vater geht es vor allem um die eigene Familie. Im Bürgerdialog geht es jetzt darum, dass all diese Perspektiven, Hoffnung, Meinung, Gehör finden, dass sie zeigen, wie vielschichtig, wie verschieden Deutschland ist. Und deswegen kann sich auch jeder einbringen, entweder in landesweiten Veranstaltungen, ich habe ja gerade schon angesprochen, dass hier viele im Publikum sitzen von den Verbänden und Stiften, die diese ausrichten, oder eben online. Und die Ergebnisse der Bürgerdialoge werden dann von unabhängigen Wissenschaftlern ausgewertet. Es gibt, klar, einen Bericht, aber auch ein Indikatorensystem über Lebensqualität und einen Aktionsplan, wie man den auch umsetzen kann, damit die Bundesregierung noch konkreter weiß, was den Menschen wichtig ist. Die Regierungsstrategie von diesem Gut Leben in Deutschland, Lebensqualität, wurde im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Das heißt,
Das ganze Bundeskabinett, die Bundeskanzlerin, die ganze Bundesregierung steht hinter dieser Strategie. Das ist auch wichtig, das heißt auch, dass alle Bundesministerinnen und Minister, die sie Bürgerdialoge auch mal besuchen werden. Und einer von ihnen ist auch Bundeswirtschaftsminister Gabriel. Und die Regierungsstrategie knüpft ja an die Enquete-Kommission an zu Wohlstand, Wachstum und Lebensqualität und auch den Zukunftsdialog der Bundeskanzlerin. Da werden wir etwas später noch mal drauf eingehen. Aber die Koalitionspartner haben auch ihre ganz eigene Vorgeschichte zum Thema Lebensqualität. Und Sigmar Gabriel wird uns jetzt sagen, was die SPD mit dem Thema verbindet. Ehrlich gesagt wollte ich das nicht. Naja, weil die Idee der Veranstaltung ist ja, andere darüber reden zu lassen und ein bisschen zuzuhören und nicht schon alle Antworten zu präsentieren. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Und gut leben in Deutschland, was uns wichtig ist, das ist eben keine Feststellung, bei der wir dann sozusagen jeweils aus der politischen Richtung mal runter deklinieren, was wir schon immer mal sagen wollten oder meistens auch schon immer mal gesagt haben, sondern es ist eine Frage. Das ist eine ganz bewusst offen gestellte Frage. Und manche wundern sich ja, warum wir das eigentlich machen, zumal in der Tat Politikerinnen und Politiker gelegentlich, außer den Anwesenden, auch mal den Eindruck vermitteln, sie wüssten schon immer alles. Wie gesagt, niemand, der hier ist, dem ist sowas jemals passiert. Aber in Wahrheit ist es natürlich anders. Die Antworten, das haben wir gerade eben schon in dem ganz kleinen Trailer hier gesehen, sind auf diese Frage ganz unterschiedlich. Und wir möchten Menschen fragen, uns zu sagen, was sie selber wichtig finden. Und natürlich tun wir das auch, weil sich die Art und Weise, wie sich politische Gestaltung in Deutschland entwickelt, sehr stark verändert hat. Es ist ja nicht mehr so, dass wir davon ausgehen können, dass auf Parteitagen der Volksparteien oder in Regierungen und Parlamenten, denn nun wirklich die gesamte Bandbreite unseres so vielfältigen Lebens und unserer vielfältigen Gesellschaft sich widerspiegelt, ist sogar eines der Probleme der Politik, dass die soziale Bandbreite unseres Landes sich häufig in Parteien, in Parlamenten und Regierungen nicht wiederfindet und man meistens dann was falsch macht, wenn man glaubt, die Bandbreite, die man vor sich hat, das sei es schon und den Rest kriegte man schon irgendwie hinformuliert. Die Frage, die wir stellen, ist sowohl eine persönliche wie eine politische. Natürlich die Frage nach der persönlichen Idee, Arbeit, Einkommen, Sicherheit, Gesundheit, Verbraucherschutz, sicher für viele Menschen auch ein gutes und friedliches Miteinander in unserem Land und darüber hinaus, ist aber durchaus auch eine politische Frage, hinter der einfache Frage mit einer gewaltig schwierigen Antwort steht, nämlich wie wir eigentlich in Zukunft miteinander leben wollen. Eigentlich geht es nicht nur um die Frage, was jeder so an Wünschen hat, sondern die Debatte darüber soll sein, wie wollen wir eigentlich morgen miteinander leben? In einer Gesellschaft, die sich dramatisch verändert, nicht nur vom Altersaufbau, sondern was sich vieles in unserem Zusammenleben geändert hat. Und ich glaube, dass es dabei geht um so Fragen wie das Verhältnis von Wirtschaft und Gesellschaft, aber auch das Verhältnis von Individuum und Staat. Ein Sozialdemokrat, Willy Brandt, hat mal gesagt, wir wollen mehr Demokratie wagen. Und er meinte damit nicht nur ein Mehr an Einkommen, sondern die Teilhabe am Haben, aber auch am Sagen in einer Gesellschaft. Viele in unserer Gesellschaft haben ja den Eindruck, dass sie in der Politik nicht Gehör finden. Und sie vermuten auch gar nicht mehr, dass sich Politik für ihren Alltag oder ihre Meinung interessiert. Politik erscheint vielen Menschen als etwas, die sich nur um sich selbst dreht, nur mit ihren eigenen Fragen und eigentlich vom Alltag wenig Ahnung hat und wahrscheinlich noch nicht mal Interesse daran hat, darüber allzu viel zu erfahren. Wir in der Politik sind natürlich der Meinung, dass das überhaupt nicht so ist und dass wir jeden Tag nichts anderes machen, als zuhören, was Leute so denken und meinen. Aber wahrscheinlich stimmt beides. Und deswegen diese Idee der Regierung, diese Frage offen zu stellen, übrigens, diese Frage zu stellen, ist gar nicht so neu. 1972, zu einer Zeit, wo es eigentlich nur um Quantitäten des Lebens ging, höhere Löhne, höheres Einkommen, mehr, höher, schneller, weiter. 1972 hat eine Gewerkschaft, die IG Metall, einen Kongress durchgeführt unter der Überschrift Die Qualität des Lebens.
Heute erscheint das nicht besonders revolutionär. Damals war das unvorstellbar, dass eine Gewerkschaft, die eigentlich für Quantitäten, also für höhere Löhne da ist, sich die Frage stellt, wie wollen wir eigentlich zusammenleben? Ich will Ihnen das nicht zumuten, aber wenn man das Vorwort des damaligen Bundespräsidenten liest über sozusagen das Verhältnis zum Beispiel von Bevölkerungswachstum und Ressourcenverbrauch und Gefährdung von Umwelt und Klima, der könnte den Eindruck haben, dass das eine ganz hochaktuelle Rede ist, die auch heute noch zutrifft. Schon damals hat die Frage sich aufgedrängt, gibt es eigentlich noch was anderes als Messgröße für unser gemeinsames Leben als das Bruttoinlandsprodukt? Und was sagt es eigentlich darüber, wie wir miteinander reden und leben und ob wir nachhaltig wirtschaften und ob wir auch sozial und ökologisch verantwortlich handeln? Wir haben in den vergangenen Jahren gerade durch den Absturz der Weltwirtschaftskrise erlebt, dass wir uns nicht sicher sein können, dass allein sozusagen die kurz vor der Tagesschau angekündigten Aktienkurse eigentlich was darüber aussagen, ob wir sicher leben und ob uns gut geht und ob nicht morgen auf einmal eine völlig irrationale Annahme über Wachstum dazu führen kann, dass die Welt nah an die Katastrophe geführt wird. Auch ökologische Katastrophen wie die Havarie auf der Hochseeölplattform Deepwater Horizon oder der nukleare GAU in Fukushima haben uns ja dazu gebracht, darüber zu debattieren, ob wir nicht ein anderes Wohlstands- und Wachstumsmodell brauchen, das unseren Kindern eben keine Verwüstungen hinterlässt. Meistens ist sowohl bei den Problemen an den Finanzmärkten wie in der Umweltpolitik ist oft die Frage, sind wir uns eigentlich darüber im Klaren, was morgen ist? Für das Heute haben wir eigentlich immer einen Preis. Da wissen wir genau, was das kostet und was uns das herausfordert. Aber was die Zukunft vielleicht kostet, welche Preise wir dort bezahlen müssen für Fehler im Heute, dafür haben wir keine so richtigen Messgrößen. Und auch darum soll es gehen. Wie wollen wir also morgen, nicht nur wie wollen wir heute zusammenleben? Und was ich schon gesagt habe, Politikverdrossenheit, Politikverachtung führt zur Distanz vieler Bürger zu demokratischen Institutionen. Und immer weniger Menschen in Deutschland gehen wählen. Immer weniger engagieren sich in Parteien, aber auch in anderen Großorganisationen. Und oft fällt es schwer, Kandidatinnen und Kandidaten zum Beispiel für Ämter in der Kommunalpolitik zu finden, obwohl über 90% der Politik da stattfindet und nicht im Bund und auf Landesebene. Und die dortigen machen das übrigens alle nur aus Heimatliebe, weil sie wollen, dass das, was gut ist, gut bleibt und das, was nicht so gut ist, sich verbessert. Wir sind also angewiesen auf diese öffentliche Diskussion, die eigentlich die Frage nach dem Zusammenleben, was uns verbindet in unserem Land, stellt. Wir können das nicht ohne Hilfe. Viele von denen, die hier sitzen, haben sich gemeldet, um uns zu helfen. Den gesellschaftlichen Dialog kann man ja nicht mit jedem Einzelnen vor Ort alleine als Regierungsmitglied führen, sondern wir brauchen Vermittler, Partner, Volkshochschulen, Sozialverbände, Umweltverbände, Gewerkschaften, Unternehmen, Kulturinitiativen sind mit dabei, Kirchen, Migrantenorganisationen, jüdische und muslimische Gemeinden, alle die machen mit. Knapp 70 Organisationen mit über 150 Veranstaltungen, glaube ich, garantieren Vielfalt, Transparenz und Reichweite. Und Repräsentanten dieser Dialogpartner sind eben heute hier. Und ich möchte Ihnen ganz herzlich danken dafür, dass Sie sich auf dieses Experiment einlassen, von dem wir alle ja noch nicht so genau wissen, was am Ende dabei rauskommt. Nicht nur Bürgerdialog wird kritische Stimmen zu Gehör bringen, sondern sicher auch die hinterher vorgestellten Ergebnisse. Die Zukunftsdebatte darüber, was man von dem, was am Ende rauskommt, bewältigen kann, wo sich Ziele widersprechen, wie wir mit sozusagen den finanziellen Verhältnissen, die wir in Deutschland haben, klarkommen, die wird dann sozusagen die politische Kontroverse bestimmen. Manches werden wir uns schnell verständigen, anderes wird vielleicht zwischen den Parteien kritisch sein. Das heißt, die Debatte darüber, wie wir miteinander leben wollen, auch wenn wir sie gemeinschaftlich führen, wird nicht am Ende zu so einer Konsenssoße führen, da bin ich sicher. Das wird genug übrig bleiben, wo wir abwägen müssen, nicht so sehr wahrscheinlich im ideologischen Streit, sondern über die Frage, was uns an Prioritäten schnell und manchmal eben auch erst langfristig oder gar nicht umsetzbar erscheint. Also spannende Versuche, miteinander auf einer anderen Art und Weise ins Gespräch zu kommen. Vielen herzlichen Dank nochmal an all die, die dabei mitmachen. Und die sozialdemokratische Antwort auf die Frage, die gibt es dann später. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Minister. Sie haben es gerade schon angesprochen. Es geht um Deutschlands Zukunft. Und da knüpft diese Regierungsstrategie eben auch an den Zukunftsdialog der Bundeskanzlerin an, der vom Frühjahr 2011 bis zum Sommer 2012 stattfand, so rum, unter der Überschrift, jetzt habe ich es, menschlich und erfolgreich, Dialog über Deutschlands Zukunft. Und haben nicht nur Bürgerinnen und Bürger mit dran teilgenommen, sondern eben auch mehr als 130 Experten und Wissenschaftler aus der Praxis und aus der Wissenschaft eben. Und jetzt geht es darum, noch mehr Bürger zu erreichen. Und deswegen setzen wir halt auch auf diese Organisation, die Kirchen und Sozialverbände, die Gewerkschaften, die Stiftungen, die Bürger einladen für die Bürgerdialoge. Und die sind dann Gastgeber für die Bürger. Und die Bundeskanzlerin ist jetzt Gastgeber für Sie und möchte Sie jetzt damit begrüßen. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen allen denen, die heute da sind. Das sind ja vorrangig Menschen, die sich schon jetzt entschlossen haben, mitzumachen beim Bürgerdialog und sehr zahlreich entweder als Veranstalter von Veranstaltungen, die noch kommen werden, von denen Herr Gabriel eben schon sprach, den 150 fungieren werden, oder aber die als Experten bei uns mitarbeiten. Wir haben uns in unserer Koalitionsvereinbarung vorgenommen, dass wir das Thema Gut leben in Deutschland, was uns wichtig ist, mit den Menschen diskutieren wollen. Wir wissen, dass die Frage, was soll Politik bewerkstelligen, natürlich von Anfang an, seit der Geschichte, solange die Bundesrepublik Deutschland existiert, die Politiker umgetrieben hat. Ich will den Vater der sozialen Marktwirtschaft noch mal zitieren, Ludwig Erhard, der von Wohlstand für alle sprach. Und das Konzept der sozialen Marktwirtschaft hat uns ja auch vorangebracht. Und man darf, glaube ich, sagen, bei all den Problemen, die wir haben, dass es uns heute besser geht als je zuvor. Und das, glaube ich, in mehrfacher Hinsicht. Aber auch Ludwig Erhard hat damals schon gesagt, Wohlstand, und ich zitiere ihn nochmal, ist eine Grundlage, aber kein Leitbild für die Lebensgestaltung. Und deshalb ist das Leitbild für die Lebensgestaltung weitaus mehr. Und das wird durch jeden Einzelnen natürlich auch mit Leben erfüllt. Und wir wissen, das Fundament unseres Wohlstands muss immer wieder neu erwirtschaftet werden. Aber die Fragen, was bedeutet denn Wohlstand im umfassenden Sinne, ändern sich natürlich in den Zeiten und mit den Herausforderungen auch um Deutschland herum. Die individuellen Fragen, die die Menschen bewegen, sind: Ist mein Arbeitsplatz sicher? Das haben wir ja auch gehört. Habe ich genügend Zeit für meine Familie? Habe ich eine Familie? Bin ich glücklich? Was kann ich als Einzelner tun, um die Umwelt zu erhalten? Was kann ich beitragen, damit meine Kinder und Enkel noch leben können? Was kann ich tun, damit die Welt sicherer wird? Und was passiert, wenn ich alt bin, wenn ich krank bin, wenn ich alleine bin? Wer hilft mir? Wer steht mir bei? All das sind Fragen, die die Menschen bewegen und auf die sie Antworten erwarten, aber bei denen wir nicht wissen, wie genau die Gewichtung da ist, wo wir lernen wollen, wie die Menschen in Deutschland darüber denken, wo sie Schwerpunkte setzen wollen und wo sie vielleicht sagen, manches kann auch der Einzelne alleine schaffen, für anderes brauchen wir die Gesellschaft. Und jetzt ist natürlich die Frage, machen wir das, indem wir versuchen, möglichst viele zu erreichen? Ja, das ist ein Weg, aber alle 80 Millionen werden wir wahrscheinlich nicht treffen und auch die, die hier im Raum sind, werden es nicht schaffen, alle zu treffen. Deshalb müssen wir versuchen, aus dem, was wir dann hören, auch etwas Messbares zu machen. Und nun ist das ja doppelt schwierig. Wir haben seit vielen Jahrzehnten Sachverständigenräte, zum Beispiel für die wirtschaftliche Entwicklung. Wir haben das schon von Minister Gabriel erwähnte Bruttoinlandsprodukt, was aber mit Sicherheit nicht ausreicht, um unsere Lebensqualität zu beschreiben. Das heißt also, wir brauchen mehr Kennziffern, mehr Kenngrößen, mehr Aussagen, sogenannte Indikatoren. Und darüber denken nun ziemlich viele auf der Welt auch schon sehr lange nach. Und die OECD hat dazu eine Vorstellung. Wir haben einmal die Sachverständigen für die Wirtschaftsfragen von Frankreich und Deutschland gebeten, dazu etwas sich zu überlegen. Und wir haben vor allen Dingen eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages gehabt, die sehr interessante Aussagen dazu gemacht hat.
Und deshalb ist es nicht nur ein interessantes Unterfangen von der Großen Koalition, jetzt einmal sehr eng mit den Menschen im Lande ins Gespräch zu kommen, sondern es ist auch ein neuer Weg, mal praktisch das durchzuführen, was die Enquete-Kommission uns eigentlich aufgegeben hat, nämlich solche Kennziffern zu finden und sie dann auszuwerten. Und deshalb muss auch keiner Angst haben, dass wir nur das aufnehmen, was wir hören, sondern wir haben uns extra für eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Ergebnisse der Dialoge entschieden, damit dann sozusagen nicht durch die individuelle oder Parteibrille gefärbt das, was den Menschen wichtig ist, uns auf den Tisch kommt, sondern dass wir ein möglichst objektives Bild bekommen. Dann aber, und das will ich unterstreichen, was auch der Wirtschaftsminister und SPD-Vorsitzende gesagt hat, dann kommt natürlich wieder die Frage, selbst bei der neutralsten Aufarbeitung und wissenschaftlichsten Aufarbeitung, wird es konkurrierende Vorstellungen geben, die nicht sozusagen alle von jedem gleich beantwortet werden. Dazu gibt es dann die Vielfalt der Parteien, dazu gibt es Gewerkschaften, dazu wird es wieder mit all den Gruppen, die jetzt mitmachen an den Bürgerdialogen, unterschiedliche Aussagen geben. Die werden sagen, wissenschaftlich schön, das Thema, das Thema, das Thema, aber uns ist das Thema besonders wichtig. Und das macht lebendige Demokratie aus. Und die soll möglichst vielfältig sozusagen zum Tragen kommen. Und deshalb wird das eine spannende Sache. Und ganz anders, als Sie vielleicht es oft auch von uns als Politikern erwarten, wir kennen die Antworten nicht. Und wir geben uns sogar Mühe, nicht zu glauben, dass wir sie kennen, sondern wir sind neugierig. Das beinhaltet allerdings auch, dass wir zugeben, dass wir noch nicht alles wissen. Auch das gehört zu einer lebendigen Demokratie dazu. Die Politik kann nur so klug sein, ganz zum Schluss, wie die Menschen, die sich in ihr engagieren, auch ihre Beiträge liefern zu dieser demokratischen Gesellschaft. Und deshalb abschließend ein herzliches Dankeschön. 150 Mal mindestens wird es Dialoge geben, bei denen Politiker nicht dabei sind, aber es wird dann auch die Dialoge mit allen Ministern geben, die wir dann durchführen ab Juni. Wir beginnen erstmal mit den Gruppen, die sich hier engagiert haben, und dann kommen unsere Dialoge und dann wird das Ganze zum Schluss ausgewertet, und ich darf Ihnen versprechen, Sie hören weiter von uns. Herzlichen Dank. Ja, jetzt möchte ich noch mal die Podiumsgäste ordentlich begrüßen, wie ich schon angekündigt habe. Herr Ulrich Engenfort ist Direktor des Deutschen Volkshochschulverbandes. Herr Tom Bayer ist Mitglied der Bundesschülerkonferenz und Vorstandsmitglied des Landesschülerrats Sachsen. Herr Dennis Radke, ganz außen, ist Gewerkschaftssekretär der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie. Und Herr Professor Dr. Christoph Schmidt ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats, den ich auch schon erwähnt habe, und Präsident des Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Die Bundeskanzlerin und der Bundeswirtschaftsminister sind neugierig, wir haben es gerade schon gehört, aber trotzdem geht jetzt die erste Frage erstmal an Sie, Frau Bundeskanzlerin. Jetzt würde ich gerne von Ihnen einmal wissen, was ist Ihnen denn persönlich wichtig im Leben? Mir persönlich ist natürlich erstmal wichtig, dass ich gesund bin, dass meine Familie möglichst gesund ist, dass ich Freunde und Familienangehörige habe, dass die Arbeit mir auch Spaß macht, ist mir auch wichtig. Dass ich persönlich nicht so lebe, dass ich an die, die nach mir kommen, gar nicht denke, sondern daran auch noch ab und zu denke und an die, die vor mir da waren, auch
denke, was Sie alles schon geschaffen haben, dass wir so leben können, dass wir also das nicht vergessen, dass wir Teil einer Geschichte sind. Auch Sie, Herr Bundeswirtschaftsminister, sind Teil einer Geschichte. Was ist Ihnen denn persönlich wichtig im Leben? Ich gebe zu, dass für mich am allerwichtigsten meine beiden Töchter sind und meine Familie. Ich habe eben gedacht, bei welchem der Bilder ich mich wohl einordnen würde. Und bei dem von mir aus gesehen dritten von rechts wäre ich, glaube ich, würde ich mich hinstellen. Ich gebe auch zu, dass das über die Jahre eher zu als abgenommen hat. Und ansonsten finde ich, was Frau Merkel eben gesagt hat, dass man irgendwie anständig durchs Leben geht. Sowohl was sein Umfeld angeht, als auch die Frage, was hinterlasse ich eigentlich denen, die nach mir kommen. So als Überschrift, wie man leben soll. Aber ganz persönlich, die beiden Mädels, das ist wohl so geworden und wird auch so bleiben. Vielen Dank. Frau Bundeskanzlerin, jetzt gab es schon diesen Zukunftsdialog. Welche Erfahrungen konnten Sie denn da schon sammeln und was ist denn das Neue dann jetzt an diesem Bürgerdialog? Ja, der Zukunftsdialog damals war im Grunde der Versuch, geht das überhaupt mit Bürgerdialogen? Und damals gab es drei und einen Internetdialog. Und irgendwo hat er Mut gemacht, weil meine Erfahrung war, ich bin damals in drei mittleren Städten gewesen, dass da manches ganz anders gesehen wird als in Berlin, ehrlich gesagt. Da hat man sich interessiert, da sind die Vereine gekommen, da war nicht als erstes die Frage, was ist komisch an der Sache, sondern viele waren eigentlich ganz erfreut, dass man sie mal fragt, wie es ist. Die Volkshochschulen haben unheimlich viel unternommen, aber auch andere. Und das hat bei mir so ein bisschen die Idee reifen lassen, das könnte man gezielter und systematischer weitermachen. Und dann haben wir das in den Koalitionsverhandlungen besprochen. Und aus ähnlichen oder auch anderen Gründen ist das auf große Unterstützung von allen Seiten gekommen. Und ich glaube, dass wir jetzt in einer viel größeren Breite an die Sache herangehen können. Und wenn ich mal überlege, wer alles mitmacht an Vereinigungen, an Institutionen, an Gruppen. Wir sehen ja auch hier vorne sitzen Menschen, die sind ganz ohne uns aufgekommen, Bürgerdialoge durchzuführen. Dann glaube ich, gibt es dafür durchaus eine große Bereitschaft. Und der Unterschied ist einfach, dass es viel breiter angelegt ist. Brauchen wir denn, Herr Minister, mehr Bürgerbeteiligung in der Politik? Nee, ganz sicher. Ich meine, wir stellen ja fest, dass auf der einen Seite unsere Gesellschaft sich Gott sei Dank liberalisiert hat, also dass, sag mal, die festgefügten Milieus, die früher Parteien zugeordnet wurden, dass die sich aufgelockert haben. Das ist für den einen ein bisschen schwieriger, für den anderen ein bisschen leichter. Aber das führt natürlich dazu, dass nicht mehr das Engagement in Parteien als so selbstverständlich erachtet wird, weil viele Menschen auch glauben, auch eigentlich komme ich auch ganz gut ohne Parteien und Politik durchs Leben. Großorganisationen sind ohnehin verdächtig, weil man schnell die Sorge hat, dass man dort vereinnahmt wird für Sachen, die man selber nicht will. Und dass die Bereitschaft, sich zu engagieren, ist, glaube ich, stärker in kleineren Gruppen, lokalen. Und ist aber eine Gesellschaft wie die Deutsche mit über 80 Millionen und einer ziemlich komplexen Demokratie letztlich darauf angewiesen, dass man auch in größeren Zusammenhängen nach der Frage sucht, was bestimmt eigentlich unser Gemeinwohl? Was ist die Zukunft unseres Landes, wenn wir uns das anschauen? Und das findet man nicht mehr nur das Wissen darüber in Parteien und Parlamenten, sondern das weiß jeder Wahlkreisabgeordnete, der sich zu Hause tummelt, dass die Dinge, die wir so diskutieren in Berlin, oftmals entweder nicht verstanden oder auch ganz andere Dinge für wichtig gehalten werden. Die Elitendialoge von Politik und Wirtschaft sind nicht identisch mit den Alltagsdialogen der Menschen. Und wir sind natürlich in Gefahr in der Politik, das, was wir so jeden Tag miteinander machen, zwischen Verbänden und Großorganisationen zu diskutieren, dass wir glauben, dass das die Dinge sind, die die Menschen auch bewegen, und sind da manchmal erschrocken, wenn wir feststellen, dass es ganz anders ist und wir immer weniger zum Beispiel dazu bewegen, wählen zu gehen. Und deswegen glaube ich, ist die Initiative rauszugehen, nicht sich sozusagen zu verbarrikadieren in den Parteien oder in den Parlamentsgruppen oder in der Regierung, dass das hilfreich sein kann, wieder mehr Menschen zur Beteiligung einzuladen. Ich würde eine streitbare Diskussion auch zwischen Frau Merkel und mir
sogar noch weitergehen und würde auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf Bundesgesetzgebung durch zum Beispiel Volksabstimmungen für sinnvoll halten. Aber da gibt es auch kluge Argumente, die sagen, sei vorsichtig, dann machst du aus Deutschland so eine Stimmungsdemokratie. Aber dass wir wieder mehr Engagement und Beteiligung in unserem demokratischen Gemeinwesen brauchen, das scheint mir absolut klar zu sein. Demokratie kennt keinen Schaukelstuhl und nichts, was wir glauben, was selbstverständlich ist, ist auf Dauer selbstverständlich. Wir sind eine ziemlich stabile Demokratie, trotzdem merken wir ja manchmal erschreckend, wie fragil das ist. Und eine lebendige Zivilgesellschaft, die den Staat nicht als etwas empfindet, das ihnen fremd gegenübersteht, sondern glaubt, dass sie selber Teil dieses Staates sind, das ist eine größere Garantie, dass Demokratie stabil bleibt, als so eine starke Trennung zwischen den etablierten Institutionen und dem Rest der Bevölkerung. Herr Bayer, da möchte ich gleich mal auf Sie kommen. Sie sind nicht nur Schüler, sondern auch im Bundesschülerrat und Mitglied, Vorstandsmitglied im Landesschülerrat Sachsen. Wie nehmen Sie denn das Interesse Ihrer Generation an Politik wahr? Ja, das ist immer wieder eine interessante Frage. Wenn man sich mit den Leuten umgibt in seiner Freizeit, die politisch engagiert sind, dann hat man den Eindruck, alle Jugendlichen sind politisch engagiert. Ganz klar. Aber man merkt ja, dass es schon Probleme gibt. Gerade bei größeren Organisationen, aber was der Herr Bundeswirtschaftsminister angesprochen hat, diese kleinen Aktionen gibt es durchaus. Also Jugendliche, die sich betroffen fühlen für etwas, sei es nun die Turnhalle oder das Zusammenleben im Jugendclub und so weiter, die sind durchaus engagiert. Und es gibt auch größere Organisationen, die unterstützen zum Beispiel Jugendliche, die werden auch hier von Multiplikatoren im Publikum unterstützt, die anderen Jugendlichen helfen, Projekte umzusetzen, etwas zu bewegen auf lokaler Ebene, aber in der Tat, das ist ein Problem. Vor allen Dingen ist es ein Problem, was schon dort anfängt, wenn die Menschen glauben, und zwar große Teil der Menschen, Demokratie ist eine Dienstleistung. Also ich wähle alle 4 Jahre und die Menschen werden bezahlt von den Steuern, die ich bezahle, und dann haben die zu tun, was ich will. Das ist ja nicht so, man muss seine Interessen immer wieder aufbringen und muss sich da auch für engagieren, dass die auch Gehör finden, wenn man denn das möchte. Und ich glaube, dann braucht es einen gesamten Prozess, damit auch Jugendliche da mit reinkommen. Aber ich gebe auch zu, sobald man die Möglichkeit hat, in diesem Prozess des Interessensausgleichs Einblick zu haben, wenn man Interessensvertreter für Schüler ist zum Beispiel, merkt man erstmal, wie kompliziert und langsam das manchmal ist. Also man ist ja nicht der einzige Mitspieler dort auf dem Feld, weil jeder hat ja einfach die Möglichkeit, das zu machen. Und man sitzt dann immer da und denkt sich, als Schüler sollte man vielleicht doch mehr zu sprechen zu haben. Aber dann denkt man, ja, die Eltern, die haben ja auch ein Recht. Und dann die Leute, die später mit den Menschen umgehen wollen, Universitäten und so weiter, die sollten da auch mitreden. Und das macht es nun mal so kompliziert. Aber Demokratie ist keine Dienstleistung, da muss man mitmachen, damit man auch wirklich was hat davon. Und Herr Engfort, auch Ihr Volkshochschulverband macht mit beim Bürgerdialog. 35 Veranstaltungen richten allein die Volkshochschulen aus. Sie waren ja auch schon beim Zukunftsdialog dabei als Verband. Was waren denn die Erfahrungen, die Sie da gemacht haben? Oder was erwarten Sie sich denn jetzt von diesem Bürgerdialog? Also es macht ja nicht der Deutsche Volkshochschulverband mit, sondern die Volkshochschulen. Das ist nochmal ein Unterschied. Ne? Da geht es ja auch sozusagen um Veranstaltungen vor Ort. Volkshochschulen machen seit Jahrzehnten Bürgerdialoge. Das sind ja Veranstaltungen, die unseren Einrichtungen auf den Leib geschnitten sind, weil Volkshochschulen eben nicht nur Orte der Bildung sind, sondern auch Orte gelebter Demokratie, wo Menschen also zusammenkommen, um sich über zentrale Fragen des Zusammenlebens auszutauschen und miteinander nach gemeinsamen Lösungen unter zentralen Fragestellungen auch zu suchen. Wir haben insgesamt sehr positive Erfahrungen mit dem Bürgerdialog gemacht. Wir machen das übrigens seit dem Jahr 2012 nach einem zentralen Format, das wir zusammen mit der Bertelsmann Stiftung entwickelt haben. Und bis dato waren das immer nur regionale Veranstaltungen, aber jetzt zentrale Veranstaltungen. Also die Erfahrungen sind, um es kurz zu sagen, zum einen, unsere Demokratie ist lebendig. Wenn also die Politik sich für die Meinung der Bürger interessiert, dann interessieren sich die Bürgerinnen und Bürger auch wieder für Politik. Es gibt also ein großes Interesse, sich einzumischen, auch mitzumischen. Man braucht dafür allerdings die geeigneten Formate. Also eine zentrale Veranstaltung, wo ein Lehrer vorne steht, das funktioniert eben auch nicht. Das andere ist,
Wir haben sehr gute Erfahrungen dann gemacht, wenn die Teilnehmergruppen heterogen sind. Also wenn Meinungen auch vorkommen, die man noch nicht kennt, wenn Werte repräsentiert werden, mit denen man bisher noch nicht in Berührung gekommen ist. Also die Vielfalt macht auch einen Teil der Spannung in Bürgerdialogen aus. Eine dritte Erfahrung ist die, dass der Weg irgendwo auch das Ziel ist. Das ist ja ein Miteinanderringen auch in diesen Bürgerdialogen. Man merkt, wie mühselig Demokratie auch sein kann, wenn es darum geht, Kompromisse zu finden. Und insofern ist das für viele auch eine neue Erfahrung, dass sie im Grunde genommen in einer Gruppe versuchen müssen, mit anderen, die völlig unterschiedlicher Auffassung in vielen Punkten sind, ein gemeinsames Ergebnis zu erzielen. Herr Radke. Auch die Industriegewerkschaft BCE macht mit bei den Bürgerdialogen. Was ist denn Ihre Motivation? Ja, die Motivation liegt für mich ganz klar auf der Hand. Also ich sage ja immer, wir sind keine Schraubenfabrik, wir stellen keine Autoscheiben her, sondern unser Kerngeschäft sind die Menschen. Und wenn wir über gut Leben in Deutschland reden, dann muss natürlich eine Organisation auch mitreden, deren Kerngeschäft die Menschen sind. Und ich meine, wir sind ja als IG BCE in permanenten Dialog mit den politischen Entscheidungsträgern auf allen Ebenen. Aber ich finde einfach, dieser Bürgerdialog ist einfach eine gute Gelegenheit, das mal anders zu organisieren. Weil wenn wir ansonsten mit den politischen Entscheidungsträgern reden, dann machen wir immer so ein bisschen das Fenster auf und sagen, schaut mal da rein. Und so sehen das unsere Leute. Und das erwarten wir jetzt von euch und legen euch das nahe, das jetzt mal umzusetzen. Und jetzt machen wir gleich die ganze Tür auf und sagen, jetzt diskutiert doch einfach auch mal mit der Vielfalt unserer Mitglieder. Und wir haben als IG BCE eine Vielfalt an Branchen, die wir repräsentieren, aber auch eine besondere Vielfalt an Menschen, Männer und Frauen, Alte und Junge, akademisch und nicht akademisch, mit Migrationshintergrund. Also wir haben da einen bunten Mix, ein gutes Stück Deutschland, was wir da repräsentieren. Und das ist unsere Motivation, uns an dem Dialog zu beteiligen. Herr Professor Dr. Schmidt, Sie sind nicht nur Mitglied in der Enquete-Kommission, sondern auch in der Politikberatung. Wie beurteilen Sie denn das Verhältnis Politik-Bürger? Und ich denke, dass Wissenschaft, Politik, die Gesellschaft, dass sie in unterschiedlichen Sphären agieren, mit unterschiedlichen Handlungslogiken, aber alle miteinander sehr eng zusammenhängen und sehr viel miteinander zu tun haben. Also insbesondere ist es so, dass ich diesen Versuch von unten heraus durch den Dialog herauszufinden, ob das, was wir uns in der Enquete und in anderen Projekten so überlegt haben, was für die Bürger wichtig sein könnte, was ihre Lebenswirklichkeit möglichst verdichtet widerspiegelt, ob das auch stimmig ist, ob das auch das ist, was die Bürger, wenn man sie in einen strukturierten Dialog führt und rauskitzelt, was so insgesamt für sie wichtig ist bei aller Heterogenität, ob das überhaupt das ist, was die Wissenschaft auch entwickelt hat. Und genauso wie die Politik versucht, mit ihrem Dialog, mit ihren Diskussionen die Lebenswirklichkeit möglichst nahe abzubilden, so versucht die Wissenschaft auch, ob das erfolgreich ist. Das wird sich in einer solchen Übung zeigen. So, es geht darum, was will der Bürger? Herr Bayer, Sie sind Schüler. Weihen Sie uns bitte ein. Was denken die jungen Leute über Lebensqualität? Ich glaube, diese Frage ist heute am schwierigsten zu beantworten überhaupt. Weil, wenn man sich mit Jugendkommunikation auseinandersetzt, und ja, das muss man leider auch, wenn man selber jugendlich ist und Leute ansprechen will, dann stellt man fest, dass Soziologen heute die größte Anzahl an gesellschaftlichen oder an Kulturen unter jugendlichen Subkulturen zählen und auch die häufigsten Wechsel darunter. Und das macht es so kompliziert, da überhaupt einen Überblick zu bewahren. Aber ich denke, es gibt so ein paar Grunddinge, die sind jedem Jugendlichen wichtig. Dazu gehört, dass ihre Themen ernst genommen werden und nicht immer nur als Kostenfaktor gesehen werden. Also wenn wir heute sehen, sind Jugendliche meistens das Erste, was stirbt, Ausgaben für Jugend, oft oder auch nur teilweise über ein paar Jahre finanziert, nicht dauerhaft. Und das ist so eine Sache, man fühlt sich nicht wirklich wahrgenommen als etwas, was wirklich die Zukunft trägt, sondern mehr als eine Last, die finanziert werden muss. Andererseits ist Jugendlichen auch ganz elementare Sachen wichtig, also dass man die Möglichkeiten hat, mit wachsendem Alter selbstbestimmt zu leben, also selbstständig zu sein, das heißt ÖPNV gut ausgebaut, viele Angebote, die man wahrnehmen kann. Und das sind natürlich Sachen, das sind so, es wirkt wie Kleinigkeiten, aber das ist schon groß, wenn man nicht immer überall hingefahren werden muss. Und
Genau. Das aber woran merken zeigen. Sie denn, dass Politiker es ernst meinen? Also ich merke es schon mal nicht daran, wenn Politiker es nicht ernst meinen. Ich merke, dass... Doppelte Verneinung wird ein intellektuelles Problem. Ja, das habe ich auch manchmal in meiner Mathearbeit. Ich merke es, dass Politiker kein Interesse an meinen Themen haben, wenn ich eine anderthalbstündige Gesprächsvorbereitung gemacht habe zu digitaler Bildung. Ich in dem Gespräch sitze und mein Gesprächspartner uns gegenüber sitzt und die ganze Zeit auf sein Handy tippt. Das ist ärgerlich, weil dann fragt man sich, ob die Fortbildung für Lehrer nicht eventuell auch im Landtag ankommen sollten. Aber ich merke es daran, dass es wichtig ist, wenn man sich etwas mitschreibt und das, was mitgeschrieben wird, auch umgesetzt wird, Informationsaustausch, man wird weiter eingeladen in Arbeitsgruppen, Ausschüsse und so weiter, geladen als Referenten oder zu Veranstaltungen. Es ist so eine Sache, da merkt man wirklich, dass was dran ist. Oder wenn man es geschafft hat, eine Schülerkonferenz zu veranstalten, wo die Ministerin zwar eigentlich Druck hat, aber sagt, ich nehme jetzt nochmal die halbe Stunde mit den Kindern, mit den Schülern zu diskutieren. Und obwohl ich Termindruck habe, und dann merkt man, ja, da ist das, was wir gemacht haben, wichtig und auch das, wie wir es gemacht haben. Also es kommt ja auch auf die Atmosphäre an, wie man dort redet. Man kann auch nicht immer nur dahergehen als Schüler und sagen, ja, das und das ist schlecht. Wir haben die Kompetenz und die Fähigkeit, auch manchmal zu sagen, wie wollen wir es anders haben und den Weg dazu zu beschreiten. Und das ist etwas, da merkt man wirklich, wenn man das geschafft hat, dann bleiben die Leute auch länger und unterhalten sich wirklich darüber. Ja, und das freut einen auch dann. Aber Frau Bundeskanzlerin, wie verändert sich denn das Verhältnis als Politikerin zu den Bürgern, wenn man so ein hohes Amt ausübt? Ist ja nicht so, dass Sie jetzt erst mit den Bürgern reden, seit dem Bürgerdialog oder dem Zukunftsdialog schon lange, aber wie hat sich das Verhältnis verändert mit der Zeit? Naja, ich hoffe immer noch, dass ich auch das wirkliche Leben sehe. Also ich sag mal, wenn ich einen Besuch mache irgendwo, dann ist es ja meistens angekündigt. Und manchmal frage ich dann noch so, wie war es denn vorher? Und sagen wir mal, manchmal führt es dazu, dass das, was sich eine Schule oder irgendjemand schon länger wünscht, dann passiert ist. Also insofern kann es ja auch sein Gutes haben, aber man muss ein bisschen aufpassen, dass nicht alles nur sich von der besten Seite zeigt. Zweitens, was mich manchmal bedrückt, sage ich ganz offen, ist, dass ich merke, dass manche Menschen auch sehr aufgeregt sind. Das heißt also, ich muss auch versuchen, mir ein bisschen Zeit zu nehmen, damit auch wirklich das gesagt wird, was man sagen wollte, weil manche Probleme, die man bespricht, wenn man ein Altersheim besucht oder ein Krankenhaus oder auch ein Menschen, die keine Arbeit haben oder Menschen, die Arbeit haben, dann ist ja muss ich aufpassen, dass ich nicht schon vorbeigerauscht bin, bevor überhaupt das Problem, was jemand noch sagen wollte, angesprochen wurde. Und man hat es ja oft, ich bin dann eine Stunde irgendwo da, dann ist die ersten 10 Minuten, sagt gar keiner was, die nächsten 10 nochmal ganz schleppend und zum Schluss, kurz bevor ich gehe, da geht's los. Und dann stehe ich natürlich in dem Widerspruch, bin ich jetzt noch meinem Terminplan gehorchend, was dann für den nächsten Termin nicht schlecht ist, weil sonst die Leute nur sitzen und warten. Oder aber, wie kann ich es schaffen, wirklich das, was den Leuten auf den Nägeln brennt, auch zu erfahren? Und deshalb frage ich sehr oft schon, haben Sie mir jetzt alles gesagt, was Sie mir sagen wollten? Und nicht, dass ich mich nachher umdrehe und dann bin ich weg und dann sagen die, naja, ist nicht dazu gekommen, hat es aber geschickt gemacht, dass sich das Schwere nicht anhören musste. Ich wäre ja heute auch gerne in T-Shirt und Jeans gekommen, aber meine Mutter hätte mich heute früh geköpft. Ich weiß nicht, das, ne? Nee, sie nicht. Aber, also wirklich, meinetwegen hätten sie in T-Shirts und Jeans kommen können. Müssen Sie mit meiner Mutter reden. Sagen Sie Ihrer Mutter einen schönen Gruß und allenfalls hätte ich sie gefragt, ob sie sich nicht eine Erkältung holen, weil es draußen kälter ist, als man denkt, aber... Herr Radke, es geht um die Sorgen und Nöte der Menschen, die kennen Sie gut bei Ihrer Gewerkschaft, was die Menschen da beschäftigt. Es geht ja hier um Lebensqualität. Welche Rolle spielt denn da Arbeit bei Lebensqualität? Ja, die Arbeit spielt natürlich eine ganz zentrale Rolle. Ich glaube, das ist ja auch in dem Einspieler vorhin sehr deutlich geworden, dass sicherlich neben dem Familienleben Arbeit sicherlich das zentrale und dominierende Thema ist. Da gibt es natürlich unterschiedliche Ebenen und unterschiedliche Aspekte, die da zu beleuchten sind. Ich habe manchmal so den Eindruck, wenn ich mit Menschen rede, dann glauben die immer,
wenn man von der IG BCE kommt. Die IG BCE hat irgendwie nur die Branchen, wo immer die Sonne scheint und wo es keine Probleme gibt, wo alle gutes Geld verdienen. Aber auch unsere Struktur ist sehr heterogen und genauso wie unsere Mitgliedschaft auch. Und die Sorgen und Nöte auch rund um den Arbeitsplatz sind natürlich sehr unterschiedlich. Wenn Sie jetzt Leute im akademischen Segment nehmen oder vor allen Dingen in der Forschungsarbeit, da geht es sicherlich eher auch um Fragen Entgrenzung der Arbeitszeit und Fragen von Work-Life-Balance. Ich habe aber auch viele Bereiche, da geht es schlicht und ergreifend um die Frage von existenzsichernden Löhnen. Also wenn ich mir Unternehmen angucke, in denen vor allem mit Werkvertragsstrukturen gearbeitet wird, da haben wir zwar jetzt mit dem Mindestlohn einen wichtigen Schritt erreicht, aber wenn Sie sich teilweise die Zustände ansehen, unter denen da gearbeitet wird, dann würden Sie sich nicht vorstellen, dass sowas in Deutschland möglich ist. Also von daher gibt es da schon sehr, sehr unterschiedliche Dimensionen und deswegen lässt sich das jetzt nicht in einem Satz beschreiben, aber Arbeit ist da natürlich mit all seinen Aspekten ein ganz wichtiger Punkt. Professor Dr. Schmidt, wie kommt man denn zu messbaren Indikatoren für Lebensqualität? Statistisches Arbeiten, und das ist hier natürlich gefragt, ist immer Reduktion der Information, die Vielfalt des Lebens, die Komplexität, das spiegelt sich in vielen einzelnen Facetten wider. Aber für ein übergreifendes Bild, das gleichzeitig ganzheitlich genug ist, um die Realität abzubilden, aber verdichtet genug, damit man es auch kommunizieren kann, damit man darüber diskutieren kann, dafür muss man die Information verdichten und in messbare Größen zusammenfassen. Das gelingt manchmal besser und manchmal schlechter. Das gesamte statistische Berichtswesen baut ja auf der Lebenswirklichkeit auf. Das ist ja etwas sehr Abstraktes für uns als Nutzer. Aber eigentlich die statistische Grundarbeit so in der Fläche, das Erheben von Preisen, die Frage, wer ist arbeitslos, wer ist nicht, welche Regionen stehen besser da, welche schlechter, das ist ja durchaus ganz eng an der Lebenswirklichkeit. Und da kommen wir, wenn wir in der Art wie bei der Enquete-Kommission oder im Sachverständigenrat vorgehen, dann kommen wir schon zu der Einschätzung, dass es verschiedene Facetten gibt, die man beachten muss. Nehmen wir mal an, eine hochbetagte Frau kommt mit einer Lungenentzündung in die Klinik. Da wollen wir natürlich nicht die Frage stellen, können wir uns leisten, die jetzt an eine Infusion zu hängen. Das ist eine Frage von Wirtschaftsleistung. Das muss unsere Gesellschaft durch ihre Wirtschaftsleistung schaffen, ein Gesundheitssystem herzustellen, bei dem die Frage nicht gestellt wird. Andererseits muss man dann fragen, gelingt es in der Regel, ein selbstbestimmtes Leben nach der Krankheit für hochbetagte Menschen herzustellen? Das ist eine Frage von nicht materiellen Aspekten. Das haben wir uns alles gefragt und dabei auch versucht, durch Verdichtung entsprechende Größen herauszufiltern, mit denen man das ganz gut abgreifen kann. Und jetzt kommt der Bürgerdialog und stellt die Frage, ist das eigentlich eine gute Verdichtung? Ist die Gewichtung, die wir da vielleicht als Experten gelegt haben oder als Politik implizit, ist das eine Gewichtung, die gut ist? Will man vielleicht mehr Gewichtung auf das selbstbestimmte Leben legen und die Wirtschaftsleistung ist vielleicht doch nicht so wichtig, wie wir das angenommen haben? Das ist die Antwort, die man natürlich dann in der statistischen Arbeit erst so langsam herausfiltern muss. Es ist harte, statistisch, ökonometrische, ökonomische, soziologische Arbeit. Und Herr Engfort, dann geht es ja vor allem auch darum, dass man möglichst viele Menschen breit anspricht. In den Volkshochschulen ist das ja auch so ein Grundsatz, Bildung nicht nur ein Privileg von wenigen. Wie kann man denn die schwer Erreichbaren erreichen für so einen Bürgerdialog? Wie schätzen Sie das ein? Also wir wenden uns natürlich an die Breite der Gesellschaft. Die Frage ist, wie man eine Teilnehmerakquise möglichst optimal gestaltet. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir zum einen Leuten gezielte Angebote machen, die sich schon in unseren Kursen befinden. Und das kann man natürlich dann gut auch machen gegenüber solchen, die üblicherweise nicht zu Veranstaltungen der politischen Bildung kommen. Zum Beispiel Menschen, die in Alphabetisierungskursen sind oder in Schulabschlusskursen, ne, die man herzlich einlädt, an diesen Veranstaltungen auch teilzunehmen. Das ist dann nicht das Stammklientel, das zur politischen Bildung kommt. Und das andere ist, dass wir in Netzwerken arbeiten. Es scheint mir ganz wichtig zu sein, dass man Netzwerkpartner vor Ort anspricht. Das sind vielfach Schulen, das können auch Seniorenvereinigungen sein, Behinderteneinrichtungen, das können Jugendhilfeeinrichtungen sein, um dann ein ganz buntes Teilnehmerspektrum auch zusammenzubekommen, um eben die Vielfalt der Meinungen auch in den Veranstaltungen repräsentiert zu sehen. Und wenn ich noch eine letzte Bemerkung machen darf, was mir ganz besonders wichtig erscheint, Sie haben ja eben die Frage gestellt nach der Ernsthaftigkeit des Bürgerdialogs auch in der Politik. Das werden wir ja erst wissen, wenn der Bürgerdialog vorbei ist, wie ernst das genommen worden ist. Wir werden ja dann erst wissen, was Einlass gefunden hat, auch in die Politik der Bundesregierung oder in die Programme der Parteien.
Aber wir haben in allen Bürgerdialogen immer wieder die Erfahrung gemacht, es funktioniert nur dann, wenn es ernst gemeint ist und wenn es auch transparent ist. Sie müssen sich das so vorstellen, man hat dann in einer Gruppe ein Ergebnis erarbeitet und das wird dann weitergetragen vom Bürgermeister oder von dem Volkshochschulleiter in politische Instanzen rein. Die Leute fragen nach. Die jungen Leute fragen nach, was ist aus unserem Vorschlag geworden, wo hängt der gerade und was können wir dann noch erwarten. Das ist wie so bei einem DHL-Paket, ne, das man im Internet verfolgen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig und darauf müssen wir uns verständigen, dass das während des gesamten Prozesses transparent bleibt und dass der Anspruch ist, dass hinterher sich wirklich Politik durch den Bürgerdialog verändert. Wenn ich da nur ganz kurz was einwerfen darf, das war meine kleine Erfahrung aus diesen Dreibürgerdialogen, bei denen ja die Volkshochschulen auch sehr mitgemacht hatten. Da war immer die Frage, macht ihr jetzt mit dem, was wir gesagt haben, auch was? Und dann haben wir zum Teil das so eine Art Newsletter noch gemacht und haben genau gesagt, wie kann man das jetzt weiter verfolgen und was kann man schon machen und was nicht machen, weil die das einfach nur so vor sich hinreden, wie sie es schon gesagt haben. Man will wenigstens mal wissen, dass es aufgeschrieben wird und dann will man auch, dass es weiterverfolgt wird. Denn wenn es schon nicht aufgeschrieben wird, wird es sowieso gleich vergessen. Aber wenn es aufgeschrieben ist, hat man eine Chance, dass es weiterverfolgt wird. Und da werden wir viel Arbeit mit haben. Weil natürlich das, was uns passt, nehmen wir sofort auf. Nicht? Aber wenn uns mal was nicht passt, dann kommt die Stunde der Wahrheit. Schlimmer, das, was uns passt, haben wir schon immer gewollt. Wir kommen gleich auf jeden Fall noch mal darauf zu sprechen, was mit den Ergebnissen überhaupt passiert jetzt in diesem Bürgerdialog. Aber jetzt möchte ich noch ganz kurz einmal Herrn Minister fragen. Der Typ Politiker hat sich ja verändert. Über die Jahre, über die Jahrzehnte haben sich eigentlich auch die Bürger verändert. Wir haben schon gerade gehört, es geht jetzt auf jeden Fall noch mehr darum, auch gerade im Internet, man will wissen, was passiert, man will es verfolgen können. Wie hat sich der Bürger verändert, Ihrer Meinung nach? Ich kann Ihnen nicht sagen, wie sich der Bürger verändert hat. Das habe ich vorhin ja versucht anzudeuten. Ich glaube, die Menschen sind viel, viel skeptischer geworden, ob wir das ernst meinen, ob wir wirklich an dem Alltag interessiert sind. Ich meine, jetzt reden wir über so einen groß angelegten Bürgerdialog. Jeder normale Abgeordnete, der seinen Job anständig macht, der macht das eigentlich jeden Tag. Der muss in die Kindergärten genauso wie ins Krankenhaus, der muss in den Betrieb, in die Betriebsversammlung genauso wie zur Polizei, der muss sich äußern zu Straßenplanungen, zur Frage von jungen Leuten, die irgendwie unzufrieden sind mit dem Sportangebot zum Beispiel, dem Freizeitangebot oder eine Kulturinitiative hat nicht genug Geld. Das ist eigentlich das normale Leben eines Abgeordneten. Der das macht, der wird vielleicht manchmal denken, was machen die denn da eigentlich jetzt in der Regierung? Das ist doch mein Alltag. Aber erstens ist es so, dass nach meiner Wahrnehmung die Bereitschaft, in so eine Diskussion mit Politikern zu gehen, meistens dann sehr groß ist, wenn der Dachstuhl lichterloh brennt. Also wenn irgendwie gerade was richtig schief geht, dann ist der Saal voll und dann wird auch gestritten. Aber so das normale Angebot, dass man hat, übrigens ist jetzt wieder 4 Wochen rum, ich bin wieder da zur Bürgersprechstunde, dann sitzen viele Kolleginnen und Kollegen doch schon bei ihrem eigenen Kaffee und die zweite Tasse bleibt irgendwie leer. Also mein Eindruck ist, die Skepsis, ob das überhaupt was bringt, sich mit Menschen aus der Politik auseinanderzusetzen, die scheint mir doch ziemlich zugenommen zu haben. Da wird die Politik einen großen Anteil dran haben. Ich meine, wir alle Parteien haben vor Wahlen schon mal Dinge versprochen, bei denen sie bereits, als sie es versprochen haben, ahnten, dass es hinterher nichts wird. Das führt ja nicht dazu, dass die Begeisterungsstürme über unsere Glaubwürdigkeit ins Unendliche wachsen. Und alle werden schon mal, oder viele haben schon mal erlebt, das schreiben die einem Abgeordneten oder einem Kommunalpolitiker und die kriegen nicht mal eine Antwort. Das ist sozusagen das Schlimmste, was man machen kann. Man wird angeschrieben, jetzt meldet sich schon mal einer und jetzt antwortest du nicht. Die hast du wahrscheinlich auf lange Zeit verloren. Also die Skepsis hat, glaube ich, zugenommen. Und was ganz gut wäre, ist, wenn auf der einen Seite bei uns das Ehrenamtliche, ich meine 90% der Politik findet im Ehrenamt statt. Die Mehrzahl der Menschen, die politisch engagiert sind, machen das nach Feierabend, nachdem sie irgendwo anders gearbeitet haben, nach Sport und Familie. Die machen das der Sache wegen, nicht weil das ihr Beruf ist. Also wenn wir auf der einen Seite uns dieser Skepsis bewusst wären und sorgsam und sensibel damit umgehen, wenn sich Menschen melden,
und zweitens alles, was wir tun können, tun, dass es transparent ist. Im Sinne dieses, das Beispiel dem DHL-Paket finde ich ganz gut. Übrigens, Menschen respektieren es, wenn man ihnen sagt, du, das mache ich nicht. Und zwar aus folgenden Gründen. Ich finde, dass wir das nicht bezahlen können oder ich finde deine Auffassung falsch, ich bin total anderer Auffassung. Der Respekt geht dabei nicht verloren. Er geht verloren, wenn man zwei Sachen macht. Entweder gar nicht reagiert oder, vorhin war ja die Frage an den Schülervertreter, wann er sich ernst genommen fühlt. Ich würde mich immer ernst genommen fühlen, wenn sich einer mit mir rumstreitet. So eine klassische Politikerantwort ist, ja, finde ich, muss man drüber nachdenken. Und also ist doch können Sie glauben, wir werden das noch mal intensiv beraten. Der das macht, hat das schon vergessen, wenn er zur Tür raus ist. Also mein Rat ist, wenn sich einer mit Ihnen rumstreitet, da gehen Sie mal von aus, der nimmt Sie ernst. Wenn einer sagt, du hast immer recht, können Sie sich darauf verlassen, der weiß schon beim Rausgehen nicht mehr, was Sie ihm anempfohlen haben. Da finde ich... Die Diskussion gibt es auf jeden Fall, besonders wenn es in Sachsen zum Beispiel um Lehrerstellen geht. Da streitet man sich schon mal. Ja, Frau Merkel und ich wollen übrigens unbedingt noch den Namen des Ministers wissen, der, als er mit Ihnen geredet hat und dann mit dem Handy unterwegs war. Nein. Also unsere Kultusministerin hat das nie gemacht. Also nein, das nicht. Ja, ich würde da einfach gerne anknüpfen wollen. Ich glaube, dass die Entwicklung eigentlich... in zwei unterschiedliche Richtungen geht. Zum einen glaube ich, dass die Menschen, die sich interessieren und auch vielleicht ein bisschen engagieren, dass die mittlerweile deutlich kritischer geworden sind. Das hat natürlich auch was mit Fragen von Informationsangebot zu tun. Wenn ich an meine Großväter denke, ich komme aus dem Ruhrgebiet, die haben beide bei Krupp gearbeitet und die sind, um was Neues zu erfahren, sind die zu einer Versammlung von der IG Metall hingegangen. So. Damals gab es drei Fernsehprogramme und eine abonnierte Tageszeitung. So. Und mittlerweile hat sich natürlich das Informationsangebot vervielfacht. Die Geschwindigkeit von Politik hat natürlich auch zugenommen. Ich bedauere das teilweise auch ein bisschen, weil es natürlich auch Politikern weniger Zeit gibt, einfach mal in Ruhe über Dinge auch nachzudenken, weil natürlich durch die Medien der Druck auch einfach da ist, sich zu bestimmten Dingen zu äußern. Die Kritik merken wir aber zum Beispiel auch, ist ja für uns als IGBCE auch ein Riesenthema, wenn es um Realisierung von Großprojekten geht. Also ich meine, wir sind jetzt nicht für Stuttgart 21 zuständig, aber ich habe hautnah zum Beispiel die Auseinandersetzung um das Kohlekraftwerk in Datteln miterlebt. So die planungsrechtlichen Ränkespiele, die es da gibt, da merkt man natürlich auch bei der Realisierung von solchen Projekten, das war früher anders. Da ist ein Konzern gekommen und hat gesagt, wir wollen hier viel Geld investieren. Und dann wurde überall der rote Teppich ausgerollt und man sagte, ja, dann macht mal. Und heutzutage ist die kritische Masse vor Ort doch dann eine ganz andere. Und der zweite Punkt ist aber, dass es aber auch gleichzeitig viel mehr Menschen gibt, die sich aber total abwenden. Und das ist ja für mich eigentlich auch eine Frage, wenn wir jetzt Menschen zum Bürgerdialog bringen, dann sind das ja Leute, die ein gewisses Grundinteresse haben. Aber wie können wir eigentlich die Menschen erreichen, die eigentlich im Kopf schon abgeschaltet haben? Sie haben vorhin angesprochen, die Thematik Wahlbeteiligung. Das ist ja wirklich dramatisch, wenn Sie zum Beispiel die Wahlbeteiligung bei der Europawahl nehmen. Europa wird immer wichtiger und immer weniger Menschen beteiligen sich an der Europawahl. Das ist eine dramatische Entwicklung. Und wie können wir die Menschen erreichen, die eigentlich schon abgeschaltet haben? Weil ich finde einfach, das ist für eine Gesellschaft eine dramatische Entwicklung, wenn irgendwie 50% der Menschen gar nicht mehr bereit sind, sich überhaupt nur dazu beteiligen, in der Art und Weise, dass sie noch irgendwo ihr Kreuzchen machen. Ich glaube, Kritik ist ja etwas, was wir uns beide wünschen, sowohl die Wissenschaft als auch die Politik. Es ist aber wichtig, dass die Kritik eine ist, die dann auch mit einem hinreichend nahen Blick auf die Realität zustande kommt. Wenn man weit weg ist von der Sache, dann kann man natürlich viel trefflicher auch sehr hart urteilen, sehr hart Kritik üben und an der Sache vorbeigehen. Das ist überall, wo man mitmacht und das ist auch der Vorteil und das Versprechen eines solchen Projekts wie des Bürgerdialogs. Der Vorteil ist, wenn man mittendrin ist, dann lernt man, was möglich ist und was nicht, was richtig zu kritisieren ist, was tatsächlich Fehlverhalten oder Inkompetenz oder Ignoranz ist und was einfach den Umständen geschuldet ist. Wie beim Fußball auch, die gegnerische Mannschaft erschwert das Spiel und so ist es in der Politik auch. Man muss es durchsetzen und wenn man das mal gelernt hat... Manchmal ist die eigene Mannschaft. Das ist noch schlimmer. Aber wenn man das mal gelernt hat, dann kann man auch mit der Politik trefflicher ins Gericht gehen, mit der Wissenschaft übrigens auch.
ganz kurz Engfort. Und dann, ja, ich wollte nur was sagen nochmal zur Erreichbarkeit. Hier sitzen ja viele Bildungsträger auch im Publikum und wir alle wissen, wir erreichen auch die schwer Erreichbaren. Es ist aber mühseliger. Es bedarf einer aufsuchenden Bildung, es bedarf einer Quartiersarbeit, es bedarf auch einer besseren öffentlichen Unterstützung, aber die Menschen müssen uns nicht verloren gehen und es bedarf natürlich anderer Formate und Konzepte. Da kann man keinen normalen Schulunterricht machen, sondern muss man Projektarbeit machen, da muss man den ein oder anderen Bildungsaspekt vielleicht auch mal en passant vermitteln, aber wir kommen an diese Menschen ran, wir müssen es eben nur wollen. Jetzt noch mal ganz kurz am Ende, noch mal Butter bei der Fische, Frau Bundeskanzlerin, was genau geschieht mit den Ergebnissen aus den Bürgerdialogen und wie kann auch sichergestellt werden, dass sie umgesetzt werden, der Aktionsplan? Naja, wir hoffen darauf, dass wir natürlich möglichst vielfältige Ergebnisse bekommen, dann wird das, wie gesagt, wissenschaftlich aufgearbeitet, da mischen wir uns dann erstmal gar nicht ein und wenn wir dann sehen, was für ein Raster oder welche Art von Forderungen, von Wünschen da sind, dann werden wir uns das in der Regierung anschauen und werden sagen, ist das eine Bestätigung für die Arbeiten, die wir schon machen? Oder ist das, sind die Gewichte ganz anders? Dann muss man darüber nachdenken. Oder haben wir, wir werden natürlich auch sagen, haben wir gute Gründe, dass wir vielleicht manches anders machen und aber man wird sich mit den Argumenten auseinandersetzen müssen. Das heißt, wir wollen dann sozusagen einen Aktionsplan machen, aus dem heraus sich Aufgaben ergeben, die wir noch in dieser Legislaturperiode lösen können. Aber es wird vielleicht auch einige Dinge geben, wo wir uns gar nicht einig werden und die dann einfach eine Agenda bilden und eine Tagesordnung für den nächsten Wahlkampf, wo man sagt, das haben wir jetzt gelernt und dann können die Antworten der Parteien durchaus auch unterschiedlich sein, weil man die Schwerpunkte unterschiedlich setzt. Aber es soll nicht alles auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben werden, damit Sie keine Angst haben. Das wäre natürlich auch eine tolle Ausrede. Wissen Sie, Sie sagen uns mal, was wir wollen. Wir machen aber leider, können wir diese Legislaturperiode gar nichts mehr machen. Das sagen wir Ihnen jetzt schon. Da reicht unsere Gemeinsamkeit nicht aus. Das steht nicht in der Koalitionsvereinbarung. Ganz so werden wir uns, glaube ich, nicht verhalten, sondern wir werden schon mal gucken, ob wir noch ein anständiges Bild gegenüber dem Bürger abgeben. Nicht? Wir sind besser als unser Ruf. Genau. Wobei, okay, das ist doch ein schönes Schlusswort für den Moment. Ich möchte mich ganz herzlich an den Podiumsteilnehmern für Sie bedanken, dass Sie hier waren und auch beim Publikum. Dieses Publikum, vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit und natürlich auch bei den ganzen Organisationen, die hier sind und die Bürgerdialoge ausrichten werden und dazu beitragen, dass wir mehr erfahren darüber, was die Menschen eigentlich wollen, was ihnen wichtig ist und wie Lebensqualität in Deutschland aussehen könnte. Vielen Dank und das letzte Wort hat jetzt noch die Bundeskanzlerin. Ja, ich mache es ganz kurz. Ich sage ganz einfach erstmal Danke. Die, die hier sind und andere, werden Veranstaltungen durchführen. Ich nehme das auf, was Sie gesagt haben. Trauen Sie sich auch Vielfalt zu. Es ist ja die Gefahr, dass wenn jetzt bestimmte Gruppen, die evangelische Kirche, die katholische Kirche, bei der Volkshochschule ist schwieriger, aber die Gewerkschaft etwas macht, dass man dann sagt, okay, ich rede jetzt nur mit denen, von denen ich weiß, die sagen schon das, was ich schon immer mal der Politik sagen wollte. Das wäre schade. Sondern versuchen auch Sie mehr zu erreichen, indem Sie vielleicht auf Menschen zugehen, die normalerweise gar nicht zu Ihnen kommen würden. Und sagen Sie, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal IGBCE oder Schülervertreter, gehen Sie zum Seniorenclub und sagen Sie, pass auf, wir machen hier die ganze Zeit Schularbeit. Wir wissen eigentlich gar nicht, was die Älteren denken. Also, dass diese Dialoge spannend sind und dass man sich Vielfalt zutraut, weil nur daraus wird auch eine spannende Diskussion kommen. Und mir geht es jedenfalls oft so, man denkt sich seine Sachen und denkt ja auch viel über vieles nach. Und dann kommt plötzlich jemand und hat einen ganz anderen Blickwinkel. Und das belebt dann ja auch die Diskussion und das Nachdenken. Und wenn Sie in diesem Geist eine produktive Streitkultur in Ihren Bürgerdialogen haben, dann wäre das für uns das Allerbeste, glaube ich, und für die Menschen insgesamt auch. Und mit diesen guten Wünschen hoffe ich, dass Sie alle gute Erfahrungen machen bei dem, was Sie jetzt in nächster Zeit organisieren. Und auf die eine oder andere Art und Weise begegnen wir uns ja wieder und Sie können uns auch immer schreiben. Es gibt eine Internetseite, auf der kann man sich dann auch aktiv melden und sagen, das läuft schief und das läuft schief. Wir werden versuchen, man kann auch mal was Gutes schreiben, baut auch auf, aber es muss nicht sein und das wünsche ich mir, dann wird es ein lebendiger Dialog werden.
Jetzt würde ich Sie aber noch ganz kurz bitten, sitzen zu bleiben, weil es jetzt noch ein Gruppenfoto gibt und danach gibt es auch noch einen Stehempfang vor der Tür. Für den dürfen Sie aber aufstehen. Genau, da dürfen Sie hingehen. Heißt ja auch Stehempfang.